Mein Name ist Christopher Burenko, ich komme aus Berlin und ich habe mich dafür halt entschieden, weil bei mir sieht echt schlimm aus oben. Das konnte man irgendwann auch nicht mehr retuschieren und deswegen musste das jetzt so langsam gemacht werden. Mit meiner Freundin zusammen, die hat mir ein bisschen dabei auch geholfen, weil ich habe immer oft dran gedacht, aber trotzdem nie was getan und irgendwie sind wir zusammen dann irgendwie auf den Weg gekommen. Also ich kenne keinen, der das gemacht hat, ich bin echt der Vorschreiter, aber ich kenne jetzt viele, die sagen, wenn das gut aussieht, machen sie es auch. Mein Vater, meine Freunde. Na, es fing erst damit an, dass meine Haare halt immer lichter wurden. Dann habe ich extra so ein Spray benutzt, damit man es nicht mehr sieht. Denn die Haare links wachsen lassen, damit rüberlegen kann. Irgendwann geht es dann, ist es dann so nervig, dass du dich dann wirklich entscheidest, das zu machen. Und dann habe ich natürlich auch die Klinik da in Berlin besucht, dort wo auch die Mitarbeiter sitzen, damit man persönlich ja nochmal welche vor Ort hat. Und die haben mich dann nochmal bestärkt darin, dass ich dann das hier machen lasse. Also ich habe mich über Dr. Balgi auch online informiert und auch gesehen, er hat halt sehr gute Bewertungen. Es gibt halt einen Standort in Berlin, es war mir halt wichtig, dass ich halt persönlich einen Ansprechpartner hatte und dann bin ich da halt auch hingegangen und der Transfer war eigentlich ganz gut. Wurde halt mit einem Shuttle abgeholt, war ein bisschen länger die Fahrt, aber war okay und das Hotel ist super. Ich habe eine Suite bekommen mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern. Ja, also ich bin vollkommen zufrieden gewesen. Also die Voruntersuchung und das Ärzte-Team war echt super, muss ich echt sagen. Man fühlt sich echt wohl. Wenn man aufgeregt wird, wird man auch ein bisschen runtergeholt, dass man ein bisschen wieder entspannen kann. Kommt auch alles sehr professionell, alles rüber. Alles super. Also ich fühle mich jetzt eigentlich ganz gut. Man merkt halt ein bisschen das Drücken, aber Schmerzen überhaupt nicht. Die Spritzen, da würde ich sagen 7. Die haben ganz schön gezeckt. Aber danach habe ich gar nichts mehr gemerkt. Das ist dann wirklich nur die Zeit, die man dort liegt, in der gleichen Position. Das schmerzt dann schon im Nacken. Also während der OP habe ich erstmal Fernsehen geschaut, aber dann ging es nach hinten. Und dann habe ich mir nur die Decke angeguckt und die Minuten gezählt. Ich konnte relativ gut schlafen. Ich denke mal 6 Stunden war das. Es hat halt ein bisschen wehgetan oben. Aber heute ist wieder alles weg. Nach Untersuchung ging auch ganz flott. Das ist super. Ja, na klar, vollkommen. Wenn ich weiß, dass im halben Jahr das alles gegessen ist, dann natürlich will ich immer wieder machen. Schmerzen ist gar nichts dagegen, dass du dein Leben lang wieder Haare hast. Ja, ich wurde super aufgeklärt. 3-4 Mal sogar dann auch persönlich nochmal eine Beratung gekriegt. Auf Deutsch, Englisch, alles gehabt. Und Pflegeprodukte haben wir auch extra bekommen von ihnen. Und nochmal eine Anweisung, wie man was einnimmt, wie man was einreibt oder rauftupft, das ist alles super. Also man kann im Nachhinein noch per YouTube nochmal alles nachschauen, wenn man unsicher ist. Also die Reaktion wird bestimmt lustig, die wissen, was ich gemacht habe, aber ich glaube, die erkennen mich nicht mehr wieder. Ja, es wird lustig.